Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Sneaker Unboxing. Freunde, heute gibt es die Alpha Bounce RC von Adidas. Die packen wir heute aus, die schauen wir uns heute genauer an und vor allem werden wir die auch heute anziehen und Fit-Test machen, werden daraus dann ein Fazit ziehen. Wie fällt der Schuh aus? Passt er gut? Wie fühlt er sich an? Lohnt sich der Kauf? Alpha Bounce ist bisher bei mir vorbeigegangen, aber jetzt wird es Zeit, dass wir ihn mal ein bisschen auspacken und ob er würdig ist, auch wirklich als Daily Sneaker beschimpft zu werden. Da ist der Freunde, der Adidas Alpha Bounce RC auf Deutsch, liebe Freunde. Wir haben ihn hier im Colorway Silver und ihr fragt euch bestimmt auch nett, was hast du denn dafür bezahlt, Mensch? 80 Euro, liebe Freunde. Warum, jetzt vielleicht mal kurz klargestellt, warum ist dieser Sneaker, warum habe ich ihn bestellt? Er soll laut Adidas einer der besten und vor allem von Feedback der Leute, die ihn bereits gekauft haben, einer der besten Fitness-Sneaker sein. Ob das wirklich so ist oder nicht, werden wir gleich rausfinden. Ich werde ihn hier schon mal auspacken. Ich sehe schon sehr viele Details. Liebe Freunde, was haben wir hier? Also ich fand jetzt auch das Material mal bei Adidas jetzt auch mal ganz schick hier. Also gar nicht mal so schlecht. Aber ja, Freunde, packen wir das jetzt mal weg und schauen uns diesen Sneaker an. Da haben wir den Adidas Alpha Bounce. Ich tue vielleicht mal ein Stückchen hier ein bisschen dunkler machen, dass ihr das Ganze hier ein bisschen besser erkennt. Weil wir hier mit einem Grauton und Licht gehen dann sonst Details verloren. Was haben wir hier? Einen regulären Schnitt, also keinen besonderen Schnitt, kennt man so von Adidas auch schon. Wir haben hier dann eine Schnürung, ganz normale Schnürsenkelschnürung, ganz simpel. Wir haben hier 5 Punkte, wo er angedockt werden kann. Kann man hier auch fürs Fitness, für Sport etc. enger ziehen oder locker lassen, je nachdem wie man es haben möchte. Ja, jetzt kommen wir zu diesem Material hier oben. Das ist so dieses Forget Mesh. Ich werde es euch mal in Detail zeigen. Das nennt sich Forget Mesh Obermaterial. Das ist so eine Art Air Mesh, was wirklich ultra atmungsaktiv ist und gleichzeitig optimalen Halt bietet und nicht schnell reißt oder sonst was und auch möglichst natürlich nasse Sachen nicht durchlässt. Wir haben hier natürlich dann hier genauso auch ein Mesh, was verwendet wurde für die Zunge. Sieht auch nicht schlecht aus. Wir haben hier oben eine Lasche mit 3 Streifen. Ist auch mal eine Form, die man so von Adidas eigentlich nicht kennt. Finde ich wirklich sehr, sehr, sehr schick. Dann haben wir eine strapazierfähige Außensohle. Und ja, Freunde, wenn ich hier mal so reindrücke, natürlich Gummi, hält gut. Wenn wir uns die Sohle hier drunten anschauen, da finde ich wirklich den Kontrast zwischen diesem Weiß, etwas einen anderen Grauton und dann diesen dunklen Grauton sehr nice. Das Adidas-Logo hier nochmal. Das erinnert mich stark an Ultra Boost, Freunde, euch vielleicht auch. Aber schaut euch mal diese Silhouette an. Das ist ja schier unglaublich, liebe Freunde. Also ich muss sagen, mir gefällt das tatsächlich dann doch sehr gut. Aber wenn ich mir das Ganze jetzt so hier anschaue, wenn wir mal die Schnürsenkel hier wegmachen, eine wirklich schöne Silhouette und dann dieser Kontrast hier. Wow. Also wirklich, der Schuh gefällt mir fast von unten besser als von oben. Das heißt, gerade für Sport und Fitness ist so eine Sohle natürlich wichtig, dass man hier einen groben Halt hat, im Studio, draußen vielleicht sogar sonst wo. Wir haben hier natürlich noch Perforierungen, die in das Material eingebaut wurden. Welchen Zweck die haben, mehr, glaube ich, einen ästhetischen als nutzvollen. Aber ihr dürft mich gerne auch korrigieren, das gibt es hier, das Ganze hier nochmal auf der anderen Seite. Genauso auch die Sohle hat hier Perforierungen mit drin. Ja, wurde schön ausgestanzt, sieht sehr gut aus. Wir haben hier auch nochmal Kunststoff mit eingebaut, was das Ganze hier nochmal verstärkt. Dann haben wir hier hinten eine Lasche, wenn wir reinhüpfen wollen, dass wir das hier ein bisschen festhalten können. Ansonsten sehr schön die Zunge, wie vorhin erwähnt, natürlich mit dem Logo hier. Dann schauen wir uns diese Alpha Bounce Sohle an. Die ist etwas härter, wir haben hier keinen Schaum oder sonst was. Gerade für den Sport ist es nämlich wichtig, dass wir hier keinen Schaum oder so einen Blödsinn drin haben, weil da brauchen wir eine feste, harte Sohle, wo wir einen guten Halt und gute Stabilisation haben. Und das ist in diesem Fall auch Alpha Bounce, heißt ja auch wirklich so diese Fitness-Sneaker, wo wir sagen, hey, was ist daran jetzt Bounce? Was kann man damit machen? Kann man damit extra höher hüpfen? Vermutlich eher nicht. Der ist einfach dafür gedacht, dass man tatsächlich guten Halt zu Boden hat und damit auch gut drücken kann. Zum Beispiel Kniebeugen etc. auch sehr gut machen kann. Also insgesamt finde ich den Sneaker wirklich bisher sehr gelungen. Was mir hier vielleicht noch gut gefällt, ist, darf man das schon sagen, eine sockenähnliche Passform. Also durch die erhöhte hinteren Teil, durch die erhöhte Zunge hat man wirklich so eine Art Sockenpassform, dass man leichter rein- und raushüpfen kann. Würde ich aber so jetzt nicht unterschreiben. Liebes Adidas, da würde ich auf jeden Fall nochmal dran arbeiten. Aber ansonsten wirklich schöner Sneaker, schöne Silhouette. Vor allem hat es mir nämlich angetan, dieser Kontrast aus diesem Weiß und Grau, also insgesamt sehr, sehr, sehr gelungen. Liebes Adidas, habt ihr gut gemacht. Könnte mein aktueller Favorit
beim Thema Fitness-Sneaker werden, wenn ich mal wieder trainieren gehen würde, liebe Freunde, aber das ist natürlich auch wieder was ganz anderes. Colorway habe ich euch auch gesagt, Silver, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was dieser Sneaker on-feed kann, Freunde, oder? Los geht's! Da ist er, unser Alpha-Bounce, und wie fühlt er sich an, Freunde? Vielleicht als allererstes, wie fällt er aus? Also ich habe hier noch ein bisschen Platz, ich habe 44, ich würde euch auch auf jeden Fall fehlen, True Size zu nehmen, das heißt, nehmt die Größe bitte, die ihr sonst auch immer habt. Ich habe jetzt mal hier die Schnürung offen gelassen. Die kann man natürlich bis hier oben zumachen. So sieht das Ganze dann nachher aus. Hat irgendwie einen Touch von einem Ultra Boost. Vielleicht erstmal zum Gefühl. Wie fühlt sich das an, wenn ich hier drin bin? Boah, Freunde, das ist echt brutal hart. Also die Sohle ist gut geformt, um den Fuß rum geformt. Ich fühle mich sehr stabil, muss man dazu sagen. Vielleicht ist das das richtige Wort. Und als ehemaliger Fitness-YouTuber kann ich euch sagen, mit einem Ultra-Boost etc. wird nicht trainiert, sondern da muss die Sohle hart fest sein, rutschfest sein, dass man damit auch Übungen ausführen kann. Das gefällt mir hier unglaublich gut. Also wenn ich hier die Schnüre nachher zumachen würde, würde das Ganze hier so ausschauen. Nur mal so zur Silhouette. Aber insgesamt sieht er echt vielversprechend aus. Und so als Fitness-Sneaker würde er durchgehen. Was ich euch aber nicht raten würde, ich würde euch diesen Sneaker nicht als Daily Sneaker raten, das ist mein Hund hier, sag mal hallo. Ja. Als Daily Sneaker würde ich euch den nicht empfehlen, sondern wirklich ausschließlich als Fitness Sneaker bzw. Sport Sneaker. Da erfüllt er seinen Job, macht seine Arbeit. Und ja, liebe Freunde, komm, sag mal hallo. Da. Ja, willst du mal reinschlecken? Und Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Viel Spaß. Ciao, ciao.